Willkommen zurück bei City Car Driving. Hier ist wieder Fabi. Entschuldigung, die Stimme bleibt jetzt auch noch weg. Und ich habe einen neuen Mod für euch. Das ist vielleicht mal was anderes, als was ihr die ganze Zeit von mir erwartet hier. Also es passt nicht so ganz in die Reihe, sag mal so. Denn wir haben heute einen Audi 80 B2. Frontantrieb, 5-Gang-Schaltgetriebe, 90 PS, 1,8 Liter Hubraum, 170 Spitze. Dieses Auto hat es mir einfach angetan, weil meine Eltern so einmal gehabt haben vor ewig langen Zeiten. Wir fahren den mit Schaltgetriebe und ohne ABS, denn der hatte damals auch noch kein ABS, als er auf dem Markt war. Deswegen, wir fahren die Autos ja immer so, wie sie wirklich existiert haben. Und wir sehen uns dann gleich wieder auf dem Parkplatz. So, da sind wir schon wieder mit dem Audi 80. Gucken wir erstmal so nach der Beleuchtung. Blinker gehen. Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht geht auch. Gucken wir mal von der Seite. Das ist halt auch wieder mal so ein richtig schönes 3D-Modell. Das passt. Das sieht stimmig aus. Hier von rechts, ja, passt. Gucken wir mal von hinten. Audi 80 CD. Passt. Gucken wir nochmal nach den Lichtern. Gehen. Rückwärts. Rückfahrscheinwerfer geht natürlich wahrscheinlich nur, wenn der Motor an ist, oder? Behaupte ich jetzt mal, die Bremslichter gehen auf jeden Fall. Dann lassen wir ihn halt mal an. Doch, jetzt gehen sie. Gut, dann gucken wir doch mal ins Innere des Fahrzeugs. Der klopft aber schön, der Motor. Ja, das war das typische Innere eines Audi 80. Er hatte schon eine Heckscheibenheizung. Aber sonst innen halt eher spartanisch. Das waren halt so die Modelle der 80er Jahre. Da gab es noch nicht so viel technischen Schnickschnack wie heute in den Autos. Wir hören mal kurz 1,8 Liter Hubraum, da kann jetzt nicht so viel kommen. Klingt aber trotzdem kernig. Für so einen kleinen Motor, Vierzylinder, 1,8 Liter. Jetzt klopft er wieder. nee, ausmachen wollte ich ihn nicht. Ich wollte die Handbremse lösen und mich anschnallen. Und dann können wir hier mal mit dem Fahren. Rückwärtsgang rein. Man beachtet die Boxen hinter den Kopfstützen. So. Gut. Dann gucken wir nochmal, ob die Scheibenwischer, die funktionieren. So. Das ist gut. So. Hier ist auch frei. Dann gehen wir mal Richtung Autobahn. 170 soll er schaffen.
Dann lassen wir uns doch mal überraschen, wie viel er wirklich schafft. Das hat man jetzt schon des Öfteren, dass das, was da in der Beschreibung stand, nicht ganz mit dem Ingame übereingestimmt hat. Ja, da zieht erstmal einer an uns vorbei. Wir schalten mal in den dritten Gang zurück. Oh Gott. Ja gut, 90 PS. Das ist vollkommen normal für den alten Audi. So. Wir haben 160. Das war schon verwegen damals von Audi, hier einen Tacho bis 220 einzubauen. Okay, wir haben 179, 180. Das war für die damalige Zeit für eine Mittelklasse-Limousine einiges. Aber jetzt ist, glaube ich, Sense, 187. 88. Hat 90, aber die 200 werden wir auf keinen Fall mehr schaffen. Das ist Fakt, glaube ich. Eigentlich wollte ich hier von der Autobahn. Und versuchen wir es halt mal hier. Ich muss ja aufpassen, ich habe das ABS deaktiviert. Obwohl, das hilft mir ja sonst auch immer eher wenig, dieses ABS. In dem Spiel. Aber so gefällt der mir echt. Hier sitzen wir jetzt mal ein bisschen höher. Das ist auch eine eigenartige Sitzposition hier. Wir hier mit unserem alten Audi. Neben uns so ein relativ neuer 5er BMW. Aber der fährt sich auch ganz cool. Und mir hat er einfach gefallen, weil es war halt mal was anderes. Es war nicht immer so ein Supersportwagen, ne? Es war mal was ganz Einfaches. Auch nicht gerade das neueste Modell. Finde ich richtig schön, mal sowas zu fahren zur Abwechslung. Sieht aber jetzt eher aus wie Sonntagsausflug vom Opa, was ich gerade fahre. Aber viel mehr ist halt nicht drin bei 90 PS. Gott, der Bahnübergang. Fahren wir mal hier rein. Oh, hier ist der Busbahnhof. Wo hat es mich denn jetzt hin verschlagen? Jetzt bin ich hier am Busbahnhof. Sind wir auch mal am Busbahnhof vorbeigekommen, seht ihr? Wir finden immer noch was Neues. Ich weiß gar nicht, die wievielte Mod-Vorstellung das gerade ist. Und ich fahre hier stur im dritten Gang. Legen wir mal den vierten ein und den fünften. Aber dieser Audi ist echt lustig. So, ich glaube, jetzt sind wir aber wieder auf dieser komischen Autobahn, oder? Da wollte ich eigentlich nicht schon wieder drauf. Nee, das war nur die Brücke. Hier
drüben ist wieder eine Tankstelle. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, denn ich denke, wir haben jetzt genug gesehen hier von dem alten Audi. Oder wollen wir in die Tankstelle? Nee, wir fahren hier auf den Parkplatz. So, habe ich jetzt noch Luft nach vorne? Nee, eigentlich nicht mehr. Dann ziehen wir mal die Handbremse an. Und ja, wir können uns abschnallen und unseren Motor ausmachen. War mal was anderes, der Audi 80. Hat aber trotzdem irgendwie Spaß gemacht, mal mit dem ein bisschen rumzufahren. Sah gut aus. Passt. Die Leistung hat auch zum Fahrzeug gepasst, finde ich. Also an sich ein sehr stimmiger Mod. Und wer so ein Freund ist, wie ich, von solchen älteren Modellen, der hat da sicherlich auch seinen Spaß dran. Also Leute, ich hoffe, euch hat diese Folge von City Car Driving wieder gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich über Resonanz von euch. Und sagt ciao, bis zum nächsten Mal.